Hey, Hallöchen! Heute kommt ein kurzes Rezept, das ist wirklich sehr einfach. Und zwar mache ich das ist eine Leibspeise, das gibt es leider nur saisonal, und zwar etwas mit Bärlauch. Und ich habe hier Bärlauch, ja, den werde ich klein schneiden in Streifen, und eine Zwiebel, die werde ich auch würfeln. Und das wird nur kurz angebraten in der Pfanne, ich zeige euch das. Das duftet so irre, so frisch geschnittener Bärlauch. Also ich habe den ganzen Buschel geschnitten. Die harten Enden habe ich jetzt nicht mitverwendet. Und das kommt in die Pfanne. Zuerst die Zwiebeln, dann den Bärlauch drauf. Oh Mann, das ist so lecker. Dann habe ich hier so eine große Gemüsezwiebel vorbereitet und in Würfel geschnitten. Und die brate ich jetzt an. So, da habe ich jetzt die Zwiebeln und gebe da ein bisschen Wasser dazu. Und verrühre das. Ja, und mache die so glasig. Und erst wenn die glasig sind, kommt der Bärlauch dazu. Ja, und hier habe ich noch so ein kleines Töpfchen vorbereitet. Da werde ich ein paar Sonnenblumenkerne anrösten. Die kann man dann nachher darüber streuen. Genau. So. Das darf noch ein bisschen glasiger werden. Genau, so sieht es gut aus. Und dann kommt hier der Bärlauch dazu. Der wird jetzt gleich so zusammenfallen. Ein bisschen Wasser dazu. Und vielleicht auch die Hitze ein bisschen runternehmen. Und die Körnchen immer gut schwenken. Dies langt jetzt schon, der Topf ist heiß genug. Kann man ausmachen. Die sollten eigentlich nicht so dunkel werden. Ja? Ja, dann gebe ich hier, ich habe hier Kokosnussmilch eingefroren, und da gebe ich jetzt ein paar dazu, wenn es dann rausgeht. So, das langt. Gibt es einen feinen Kokosgeschmack da rein. Ja, das sind Eiswürfel. Genau, dann das ganze salzen und pfeffern. Ich habe da jetzt frischen schwarzen Pfeffer, gebe ich daran. Wer will, kann auch eine gleiche Schärfe rangeben. Vielleicht ein bisschen Ingwer passt da ganz gut dazu. Also gemahlener Ingwer, oder? Wer hat frischer Ingwer? Ich nehme jetzt heute mal hier so gemahlenen Ingwer. Das gibt dem Ganzen ein bisschen Frische. Okay, und dann passen da super dazu grüne Linguine oder Bandnudeln oder Vollkornnudeln. Ja? Ich habe jetzt halt Dinkelnudeln, die werde ich jetzt da dazugeben. Dann nimmst du einfach ein paar Hartweizengrießnudeln. So, dann gebe ich da die Nudeln rein. Die habe ich schon gekocht von gestern. Ich habe jetzt so Dinkelnudeln. Und dann vermische ich das einfach. Nimmt man am besten vielleicht zwei so Löffel, dann geht das besser, und unterhebt das drunter. Wer will, kann jetzt noch ein bisschen Pflanzenmilch reingeben. Ja, dass das ein bisschen mehr soßig wird. Ich finde das ganz okay so. Ja, und dann streut man noch diese Körner drüber. Und was ich auch sehr gut dazu macht, ist ein paar rote Cocktailtomaten da noch drauf. Also so schaut das dann aus. Ja, da sind die Bärlauchstückchen, die Körner dabei. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Ja, ich werde das jetzt genießen. Also ich liebe das. Das ist wieder auch was total Einfaches. Und ja, Bärlauch. Man kann auch super Bärlauchpesto machen. Aber jetzt gibt es das halt mal so. Also probiert es mal. Kokos und Bärlauch und der Ingwer. Das ist einfach eine sehr leckere Mischung.
Und dann noch die gerösteten Körnchen. Da müssen mehr drauf. Schreibt mir eure Tipps. Was macht ihr mit Bärlauch? Ich freue mich darüber. Okay, ich sage Tschüssi.